Philipp Müller, hi. Hi. Ja, wir haben ja heute schon einen Megatag hinter uns. Du hattest heute auf dem Kölner Straßenfest in Köln-Nippes deinen ersten Auftritt im NRW Köln. Premiere. Erzähl in Köln. Wie war's? Ja, super. Also die Leute waren richtig gut drauf. Ich habe alle Karten verschrieben, die ich hatte, und ich hatte viele dabei. Ich habe nichts mehr da, gar nichts. Und sie haben schön mitgeklatscht, sie haben aber auch zugehört, das war mir ganz wichtig. Genau. Auch Titel zu spielen, die nicht nur Bum-Bum machen, sondern die eben auch wirklich das Herz berühren und die so ein bisschen, ja, was Besonderes irgendwie rüberbringen. Und ich denke, das ist mir ganz gut gelungen. Ich habe das wirklich das direkte Feedback von den Leuten auch bekommen. Und da habe ich mich natürlich sehr, sehr darüber gefreut, dass dann mein Plan aufgegangen ist. Wir hatten so ein bisschen im Disput bevor das Ganze losging, dann hieß es, ja, lass das lieber weg, mach das lieber nicht. Und dann sage ich aber, ich bin der Künstler, der das macht, der das vertritt auch nach außen, und der mich kennt, der erwartet von mir, glaube ich, auch nicht, dass ich hier einen auf Animateur mache. Und von daher denke ich... Also ich finde es auf jeden Fall super angekommen. Man hat die Kölner den Leuten gesehen, dass die auch echt zugehört haben. Ja, das war also, wirklich, dass die nicht nur Karnevalsmusik mögen, sondern ja, auch mal was Anspruchsvolleres. Ja. Ne? Sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Ja, es hat ja auch noch einen besonderen Grund, dass wir jetzt noch mal kurz, was machen wir beide? Ja. Weil es gibt was Neues. Ne? Es gibt was Neues. Erzähl. Ja, unser neuer Song oder mein neuer Song Leuchtturm in der Nacht steht bevor. Am 26. Mai wird dieser veröffentlicht werden. Und ich habe ihn heute in Köln getestet. Ja. Auch der kam gut an. Natürlich, so ein ganz neuer, frischer Song ist immer schwierig. Da müssen die Leute natürlich erstmal, was singt er jetzt? Und ist das cool? Aber ist gut gelaufen, definitiv. Mhm. Und ich freue mich sehr, ich liebe den Song sehr, eben weil er sehr facettenreich eigentlich eingesetzt werden kann. Wir haben diesmal einen Radio-Edit, der nach Philipp Müller klingt. Wir haben aber diesmal auch einen Dance-Remix, würde ich sagen, für die Diskotheken. Genau. Der knallt natürlich richtig, das macht auch ganz doll Spaß. Und den hat auch der Produzent gemacht hier. Ja, der Stefan Pösniger, ja. Stefan Peters. Die Familie wird mit jedem Song immer größer, sage ich immer. Und das ist wirklich toll. Wer hat den Text zu dem Song gemacht diesmal? Ja, da bin ich meinen Leuten treu geblieben, oder sie mir, besser gesagt. Das hat wieder Tobias Reitz gemacht. Er hat jetzt auch natürlich wieder für Helene Fischer geschrieben. Das Album kommt auch bald raus. Und komponiert hat Mitch Keller wieder. Mhm. Also alles beim Alten. Alles beim Alten. Der ist gerade auf Malle. Genau. Hallo Mitch. Wenn du guckst, liebe Grüße von uns. Ja, wir sind nicht auf Malle. Aber den Tobi können wir auch mal grüßen. Ja. Tobi, hast du gut gemacht. Wir waren gestern erst im Mail-Kontakt. Das ist also wirklich ein super tolles Team. Ich bin sehr, sehr dankbar darüber. Und jetzt auch mit dem Stefan, dass alles diese Bahn annimmt, wie man sich das wünscht. Und ja, die Promo ist schon gestartet. Mhm. Ich habe schon da die ersten Feedbacks bekommen. Die ersten Seiten haben es gepostet und alles. Das ist ja sehr, sehr schön. Genau. Und zu dem Song gibt es auch ein Video. Geiles Video. Ja. Bilder aus aller Welt, kann man sagen. Wir sind diesmal wirklich nach Thailand geflogen, um schöne Bilder für diesen Song zu kriegen, und ich denke, das hat sich gelohnt. Also das ist schon eine ganz besondere Kulisse, ganz toller Strand und auch ganz tolle so Felsen im Wasser und alles. James Bond Felsen sind wir gewesen, wir sind auf Maya Bay gewesen, also wirklich, wirklich Wahnsinn. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Das hat zwar auch insgesamt hat das seine Zeit jetzt gebraucht, aber ich glaube, besser so als so ein Schnellschuss. Ja, vor allen Dingen ist das Video ja auch dann die Originalversion. Also, genau. Das heißt also nicht diese Dance-Version, nein, sondern wirklich deine erste Version, die damit rausgekommen ist. Genau. Und also es passt eigentlich super, super schön zu der Kulisse auch. Ne? Ja. Also ich kenn's ja schon. Geil. Du kennst immer alles zuerst. Ja. Ja, und das Video gibt's dann auch ab dem 26. Mai. Und ja, dann hoffe ich natürlich, dass es wieder viele, viele Klicks gibt und ja, dass wir damit
wieder die Leute erreichen können. Das und ist das Ziel. Und ich denke mal, den Song kann man auch schon vorbestellen, ne? Oder? Bestimmt. Das weiß ich jetzt gar nicht. Weißt du gar nicht? Aber ich denke mal schon, dass du den im Amazon oder vermutlich auch so, denke ich vermutlich mal, schon vorbestellen kann. Also auf jeden Fall das mal macht reingucken. Dann die Plattenfirma genau. Macht das und ja, das sollte eigentlich sein. So sein, ne? Ja, und da wollen wir mal hoffen, dass die Leute ganz viel kaufen und vor allen Dingen auch das Video ganz oft anklicken. Genau. Ne? Aber was man noch erwähnen kann, ist, wir werden sehr wahrscheinlich dieses Mal auch eine CD dazu machen mit den beiden Mixen. Mhm. Und was mir persönlich wichtig war, weil es auch so ein bisschen ein Publikumsliebling geworden ist, die letzte Single, Weiter und Weiter. Weiter und Weiter ist mit drauf. Ja, also eine Maxi-Single gibt es. Genau, im Endeffekt, damit ne? Wir da wieder was Aktuelles haben, weil ich habe auch wirklich alles abverkauft, was ich vorher hatte mit der Single Freunde und die Single Träume werden wahr. Da habe ich leider nichts mehr da. Mhm. Deswegen brennt das eigentlich unter den Nägeln, dass wir das machen. Aber ist alles schon besprochen, noch nicht. Und ich denke, das wird ist so ja auch werden. Eigentlich immer toll, wenn man zu irgendwelchen Auftritten fährt, wenn man irgendwie sowas hat für die Leute, dass sie auch gleich was mitnehmen können. Ja, ne? Super. Kommt eigentlich immer gut an. Ja, immer. Ja. Und da muss ich halt jetzt immer passen zur Zeit. Man auf das Internet vertrösten, aber es gibt eben auch viele Leute, die wirklich eben das dann in der Hand halten wollen und auch für die werden wir diesmal wieder, ja. Hört sich doch gut an. Was machen. Super. Und Schlager.de wird auf jeden Fall darüber berichten und euch das dann nochmal in aller Form ans Herz legen. Genau. Und wir freuen uns, dass wir dich immer wieder begleiten können. Vielen Dank dafür. Ich freue mich auch immer sehr. Und es ist auch mittlerweile jetzt schon wirklich auch was Besonderes geworden, wenn man sich besonders drauf freut. Auch immer diese, die ist ja für mich schon immer mit einer kleinen Reise verbunden. Ich habe mich jetzt, ich fliege meistens zu euch nach Köln, weil das einfach zeitmäßig am besten ist. Und das ist wie in eine andere Welt fliegen, so ein bisschen. Aber ist schön. Immer wieder schön. Ja, und wir freuen uns immer wieder. Das ist toll. Und wir wünschen dir ganz viel Erfolg. Vielen, vielen Dank. Dass dein Herzenssong jetzt mal so richtig einschlägt. Das liegt an euch. Genau. Wir sagen tschüss und bye bye. Bis demnächst. Ciao, ciao. Hallo liebe Freunde von Schlager.de, ich bin Philipp Müller und ich grüße euch heute aus Köln und möchte mich an dieser Stelle einfach einmal ganz herzlich bedanken für euren Support, dass ihr immer an meiner Seite seid, dass ihr mich jetzt auch immer öfters bei Veranstaltungen begleitet und ja, dass ihr so viel Freude mit meiner Musik habt. Im Übrigen kommt jetzt die neue Single raus, Leuchtturm in der Nacht, und ich würde mich sehr freuen, wenn es euch genauso gut gefällt wie mir. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal irgendwann irgendwo. Bis dahin, euer Philipp.